So, hallo. Wir haben hier das erste Livestream-Video von unserem Kreisverband. Ich hatte mich damit beschäftigt mit Livestreams und ich habe heute eingeladen den Wolfgang Wiele aus München. Wolfgang, schön, dass du da bist. Ja, hallo Andreas, danke für die Einladung. Ich bin deiner Einladung sehr gerne gefolgt und bin neugierig darauf, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten hier präsentieren können. Genau, wunderbar. Also der Anlass für das Video ist, wir sind in Fürth, sind wir mit drei Stadträten in den Stadtrat reingekommen und ich hatte mich beworben auch um den OB, bin jetzt das nicht gewählt worden und ich hatte als einen Punkt die Jugendlichen oder Jugendliche in Fürth an innovative Technologie heranzuführen. Das kann ich jetzt leider nicht umsetzen und damit fällt es eigentlich dann an den OB Jung als Thema. Er muss jetzt das erledigen und um ihn da zu unterstützen, hatten wir dem OB ein Geschenk, ein Gratulationsschreiben geschickt, das hier da ist. Und man sieht auch den Link dann, ist in dem Kommentarbereich. Und es ist eben mit dabei ein Raspberry Pi. Das ist ein Einplatinencomputer, sehr günstig, der speziell dafür da ist, dass man eben Programmieren, Hardware, dass man das eben lernen kann. Dafür ist das Ganze designt worden, plus ein paar Zeitschriften noch dazu haben wir eben noch geschickt. Genau. Und ja, wir sind natürlich gespannt, ob jetzt das dann aufgegriffen wird. Und meine Frage an dich, du warst ja schon mal Stadtrat in München. Wie lange warst du da Stadtrat? Ich war im Stadtrat von 1994 bis 2002, das waren 8 Jahre. Und das war für mich auch die Grundlage eigentlich, um später in den Bundestag einzuziehen, wo ich jetzt bin und wo ich jetzt auch in dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur bin. Okay, und die Frage wäre jetzt einfach, was hat denn jetzt ein OB, was hat ein Stadtrat, was hat der für Möglichkeiten, wenn man jetzt an die Jugendförderung in der Art und Weise denkt, mit so einem Gerät, um jetzt da dieses Ziel, Jugendliche heranzuführen an innovative Technologien, was gäbe es denn da für Möglichkeiten, was könntest du dir da vorstellen? Also das Wichtigste ist ja erstmal, dass man die jungen Leute überhaupt erreicht, zum Beispiel über städtische Medienangebote, städtische Kontakte zu jungen Leuten, Stadtjugendring, städtische Freizeitheime und was man alles an Möglichkeiten hat. Zunächst mal ist natürlich immer die Aufgabe, dass man die interessierten jungen Leute findet und begeistert für sowas. Und ich weiß das aus meinem eigenen Leben, was so eine Begeisterung auslösen kann. Ich hatte die Gelegenheit an natürlich nicht so einen, das ist jetzt seine 40 Jahre her, an einen kleinen Computer zu kommen, habe angefangen zu programmieren und später Informatik studiert und damit Geld verdient. Aha, gut. Ja, also ich bin eben selber auch Informatiker. Das war jetzt auch natürlich ein Grund, weshalb ich dich gebeten hatte und eingeladen hatte. Wir sind hier beide Informatiker und ich bin weiterhin als Softwareentwickler tätig, werde das auch weiterhin sein, neben der Stadtratstätigkeit. Und naja, deshalb bin ich natürlich auf diese Idee gekommen. Ich habe 2013 mir einen Raspberry gekauft und da damit rumgebastelt und rumgespielt. Man kann sehr viel lernen. Und das geht von Hardware, Entwicklung, Softwareentwicklung, Netzwerke, unheimlich viel. Da hatte ich jetzt halt hier, sieht man gerade, ist Facebook, läuft eben auf dem Raspberry Pi. Ist eine Videosequenz, die hatte ich schon davor mal hergestellt. Und da ist jetzt irgendein Musikvideo. Und wenn das dann durch ist, kommt dann auch nochmal ein bisschen Programmieren kommt noch mit rein. Ja. Na gut, wir müssen jetzt mal schauen. Also wir wissen, dass es beim OB Jung angekommen ist, das Päckchen mit dem Raspberry, mit dem Brief. Ich glaube auch nicht, dass er es zurückschickt. Ich glaube, es wäre ein sehr großer Fehler. Ich glaube nicht, dass es machen würde, aber es wäre schon ein sehr großer Fehler, weil dann würden wir natürlich diesen Raspberry Pi, den wir jetzt für den OB Jung vorgesehen haben, den würden wir dann eben verschenken, verlosen in Fürth. Und dann würde ich nochmal, die Dinger sind ja sehr günstig, dann würde ich nochmal 10 Stück hier einfach kaufen. Und die dann in Fürth hier unter Jugend, ob Männchen, ob Weibchen, ist mir völlig egal,
Wer auch immer interessiert dran ist, würde das dann bekommen. Und deshalb glaube ich, dass der OB Jung, dass der klug genug ist, zu wissen, jawohl, das ist eine Möglichkeit, um die Jugend voranzubringen. Und das ist natürlich das, was wir hoffen. Ne? Genau, da sieht man jetzt im Augenblick, wie ein C-Programmchen hier geschrieben wird und übersetzt wird. Das sind alles Sachen, die man da machen kann. Auf einem normalen PC macht man sowas typischerweise nicht. Ne? Na gut, hast du noch irgendwas, was dir so einfällt, Wolfgang? Ja, also das eine ist, es ist schon erstaunlich, was auf so einer kleinen Kiste alles geht, wenn man da noch das anstöpselt, was man braucht, also Tastatur und Maus und Monitor. Und das ist einmal für die Leute, die jetzt mit Computern spielen und entwickeln wollen, eine Chance, sich begeistern zu lassen oder endlich so ein Gerät zu haben, was sie sich vielleicht schon länger gewünscht haben. Und für die 80 Euro, die so ein Ding kostet, das kann man sich leisten. Ja, da kriegt man schon richtig viel Leistung. Und es könnte aber auch politisch in der jetzigen Corona-Situation eine ganz interessante Lösung sein. Es gibt ja im Moment für ganz viele junge Leute die Situation, dass die mehr oder weniger von zu Hause zur Schule gehen müssen, Aufgaben elektronisch bekommen von ihren Lehrern. Ich kenne das auch von meiner Tochter. Und die brauchen ein eigenes Gerät, um das alles bearbeiten zu können. Wenn die sich jetzt immer von der Mama oder vom Papa den Laptop ausleihen können, wird das vielleicht irgendwann schwierig. Mit einem eigenen Gerät wäre das viel einfacher. Da könnte jetzt auch eine Kommune wie zum Beispiel die Stadt Fürth für ihre Schülerinnen und Schüler Unterstützung leisten. Mit so einem günstigen Gerät ist das noch viel besser machbar. Und es könnten die Technikfreaks, die in ihren Schulklassen vielleicht manchmal auch eher die Außenseiter sind, jetzt an der Stelle die Helfer sein, die alle ihre Klassenkameraden, die kein eigenes Ding haben, keinen eigenen Laptop haben, jetzt in die Lage bringen, da mitzuhalten. Ja, also kann ich mir auch vorstellen, dass man da vieles machen kann. Was ganz wichtiger Punkt ist, der PC von den Eltern, der Laptop oder so, der ist dann normalerweise tabu, da wird man seinen Nachwuchs nicht dranlassen, weil man Angst hat, der verstellt einem alles. Und bei dem Raspberry braucht man die Angst nicht haben, weil wenn man das Ding schrottet, wenn man da irgendwie das alles hier verstellt und tot konfiguriert, dann tut man einfach die SD-Karte neu laden, das Betriebssystem nochmal neu draufspielen und dann ist überhaupt gar nichts verloren. Ja. Na gut, natürlich hier über Livestreams und so ist auch ein großes Thema. Vielleicht machen wir da auch nochmal extra einen anderen Talk zu dem Thema. Aber ich würde sagen, lassen wir es erstmal gut sein. Ich würde dann einfach danken hier dafür, Wolfgang, dass du hier dich dazugeschalten hast aus München. Und, ja, danke. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an dich, Andreas. Ich hoffe, dass die Idee dazu beiträgt, dass in Fürth ein paar mehr junge Leute sich für Computer begeistern können und einen interessanten Weg in ihrem Leben einschlagen mit genau diesen Instrumenten. Okay, gut. Dann, ich schließe mich dem Wunsch natürlich an, das ist ja genau das Ziel. Und dann würde ich sagen, danke an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.